Wochen, Tag und Nacht. Das sind jetzt irgendwie 8 Wochen oder sowas, oder 9. Wir haben es eigentlich begonnen da drüben am Nordflügel, als wir erfahren hatten, dass der Abriss vorgezogen wurde und als wir erfahren haben, dass die Zahlen für die Neubaustrecke verheimlicht werden sollen. Wir haben gesagt, wir machen her, haben wir nur eine Woche lang Mahnwache gemacht, Tag und Nacht. Und daraufhin kamen die Zahlen. Da gab es ja diese spontane Pressekonferenz da am Flughafen und ab da an war der Medienhype da. Und inzwischen ist das Ding super professionell gemacht. Drei Damen, die sozusagen Head of Mahnwache sind. Und darunter gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die regelmäßig Versammlungsleiter sind. Und dann gibt es noch ganz viele, die einfach mitmachen. Flyer verteilen, die Leute beraten etc. Super organisiert, also sehr, sehr ordentlich und schwäbisch ordentlich. Aber das ist kürzer. Genau, aber das ist wirklich. Das ist wirklich inzwischen die. Gekauften Jogger. Institution. Wenn ich mich mit Journalisten treffe, immer Mahnwache. Wenn wir uns untereinander treffen, immer Mahnwache. Das ist wie früher der Treffpunkt. Genau. Was ich gerne machen würde, mit dir noch kurz hoch zur Torwache. Das sind die Leute, wo es wirklich hart ist. Und das machen wir auch. Das machen wir drüber.